Der 20. Spieltag der Landesliga Hansa. TuS Aumühle empfängt den SC Schwarzenweg. Abstiegskampf pur am Freitagabend. Die erste Halbzeit geprägt durch Torchancen, die aber weder auf der einen noch auf der anderen Seite zum Erfolg führten. Hier ist Schwarzenwegs Keeper Henning Binchus auf dem Posten. Dieser Angriff ist exemplarisch dafür, weshalb der SC Schwarzenweg in dieser Saison nur 5-mal gewinnen konnte. Der Querpass in den Rücken, die Führung leichtfertig vergeben. Es war der erwartete Abstiegskampf, der 12. gegen den 14. Da wird der Fußball noch ordentlich gearbeitet. Ballstaffetten gab es kaum, Fouls dafür umso mehr. Hier zieht der Mann in Gelb folgerichtig den gelben Karton. Wer aber dachte, die zweite Halbzeit würde auch so dahin plätschern, der hatte sich geirrt. Es war der Beginn einer One-Man-Show, der Beginn einer feuchtfröhlichen Fußballparty. Schwarzenweg mit einer herrlichen Kombination. Oldak bedient Hammel und der bleibt ganz cool. 1:0 für den SC Schwarzenweg. Der 10. Treffer vom 28-jährigen Christoph Hammel, der 2007 von Eintracht Lüneburg zum SC Schwarzenweg gewechselt ist und seitdem als absoluter Leistungsträger fungiert. Jetzt war endlich Feuer in der Partie. Aliasar steckt durch, doch die Schwarzenbeger Defensive mit vollem Körpereinsatz. Über einen Elfmeter hätte sich hier keiner beschweren können. Die Räume wurden jetzt größer und die Gäste wussten diese zu nutzen. Tempo-Gegenstoß, Gierke mit einem leckeren Ball und wer ist da? Richtig, Christoph Hammel, 2:0. Der Mann mit der Nummer 4 beweist hier erneut seine Kaltschnäuzigkeit. Der Doppelpack war perfekt. Jetzt wurde es bitter für TuS Aumühle. Ballverlust am gegnerischen 16er, überfallartiger Konter. Kappmeier hat das Auge und diesen Mann kennen Sie bereits. Christoph Hammel mit einem lupenreinen Hattrick. 3:0 für den SC Schwarzenweg. Das Spiel war gelaufen. 18 Spiele, 12 Tore und 10 Vorlagen. Mit so einem Christoph Hammel kann der SC Schwarzenweg eigentlich gar nicht absteigen. Den Anschlusstreffer von TuS Aumühle wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Der nach vorne geeilte Abwehrspieler Stiegert verwertet hier den Freistoß von Daumann. Der zweite Saisontreffer von Stiegert war dann aber wirklich nur noch Ergebniskosmetik. Das Spiel war längst gelaufen. Schwarzenweg klettert nach dem Auswärtserfolg auf Rang 10. Aumühle bleibt weiterhin im Tabellenkeller auf Rang 14. Die Stimmen zum Spiel. Das Ergebnis war natürlich im Spielverlauf zufolge hochverdient. Man hätte noch höher verlieren können. Allerdings der Spielverlauf in der ersten Halbzeit stimmt mich eigentlich relativ froh, weil wir da sehr, sehr kompakt gestanden haben. Bis auf die ersten 10 Minuten in der, einige gute Torchancen gehabt haben, welche wir hätten gleich nutzen müssen. Gut, Schwarzenberg hatte auch ein, zwei Torchancen. Dann folgte die zweite Halbzeit und wir wollten eigentlich nichts an unserem Spielsystem und an unserer Aggression ändern. Was dann doch irgendwie komischerweise geändert wurde und dem Gegner dementsprechend Räume gegeben wurden. So lagen wir natürlich relativ schnell 0:3 hinten, haben dann allerdings noch nach dem 1:3 Moral bewiesen und nochmal alles versucht, hatten noch eine Riesenchance zum 2:3. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass der Sieg für Schwarzenberg absolut verdient ist. Ja, wir sind natürlich sehr froh darüber, dass wir heute die 3 Punkte geholt haben. Wichtiges Spiel, auch richtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Ja, ich bin froh, dass ich meiner Mannschaft mit 3 Toren helfen durfte. Wurde natürlich auch gut eingesetzt, deswegen auch nochmal einen herzlichen Dank an meine Truppe. Und Freitagabendspiel, Flutlichtspiel, heute kann man ordentlich feiern gehen. Somit grüße ich auch Hugo. Hugo, heute Abend trinke ich bei dir ein. Und ja, wir werden heute feiern. Und danke Elfkick TV, dass ihr da wart.